Wir hatten eindeutig Probleme mit der Vergabe und mit dem Bauablaufplan. Insofern saßen wir nochmal zusammen mit der Bauleitung und mit der Museumsdirektion, um zu überlegen, was wir denn grundlegend ändern könnten, um den Zeitplan halten zu können. Wir hatten ein sehr intensives, aber einvernehmliches Gespräch und für mich auch sehr überraschend, weil mein Vorschlag, auf die Glasfassade zu verzichten, verstanden wurde und auch angenommen wurde. Und dieser Vorschlag, der nach wie vor ein Vorschlag ist, also noch keine Entscheidung gefällt ist, wird eben weiter so ausgearbeitet, dass wir dann tatsächlich im Jahr 2019 pünktlich eröffnen können. Die Glasfassade, die ja nun auch schon seit 2012 bei uns bearbeitet wird und auch sehr intensiv immer wieder überarbeitet wurde, hinterließ doch immer noch so manchen Zweifel. Im Gegensatz dazu war dann der Vorschlag, jetzt darauf zu verzichten und den reinen Beton zu zeigen, einfach einen Schritt in eine, ja, würde ich sagen, klarere und vielleicht auch eindeutigere Formensprache. Gleichzeitig wird es so sein, dass über dieses Einfügen sehr schmaler und feiner horizontaler Lichtlinien diese Schwere des Betons natürlich aufgehoben werden soll und eigentlich fast zum Schweben gebracht werden soll. Und das ist ein Experiment, wo ich denke, das ist wesentlich interessanter und eigentlich auch näher an unserer Zeit, als jetzt eine reine Glasfassade, die wir vor dieses Museum hängen, welches es ja schon bei anderen Museen zu sehen gibt, wo man sich immer fragt, ist das wirklich die Lösung? Also wie geht man mit dieser Massivität von einem Museumsbau um? Nach wie vor sind wir in dieser Position, dass wir zweigleisig arbeiten. Also wir versuchen etwas, was eigentlich normalerweise fast unmöglich ist, nämlich in zwei Varianten zu denken. Das ist eine ziemlich große bauingenieurtechnische auch Leistung, muss ich sagen, auch von unseren Fachplanern. Und insofern bin ich eigentlich in einer sehr glücklichen Situation, dass ich wirklich dazu stehen kann und sagen kann, wir bauen eine Betonfassade, von der sind wir überzeugt, aber es gibt nach wie vor die Option, die Glasfassade nachträglich noch zu erstellen. Wenn man mich jetzt direkt fragen würde, finden Sie das Gebäude schön, würde ich sagen eindeutig ja, natürlich, denn ich entwerfe kein Gebäude, welches nicht ästhetischen Kriterien nachkommt. Aber ich denke, was eher für die meisten schwierig ist nachzuvollziehen, ist vielleicht schon diese Frage der Monumentalität und der Größe und der Maßstabslosigkeit. Und das ist aber, glaube ich, genau das, wo wir auch ein inhaltliches Konzept mit in die Debatte bringen wollen. Denn gerade in diesem Kontext mit dem Gauforum muss man sich damit auseinandersetzen. Dass es nun kein Gebäude ist wie jedes andere, das war, glaube ich, auch wichtig. Also, dass wir uns nicht so unterordnen oder einfügen, dass es einfach nur ein harmonisches Gebild mit der Stadt erzeugt, sondern es geht natürlich um eine eigene individuelle Haltung des Bauhauses hier in Weimar.